Liebe Gemeinde, liebe Interessierte, heute mal wieder ein Podcast über unsere Pauluskirche, beziehungsweise über eine ganz bestimmte Stelle unserer Pauluskirche. Ich bin hier unten am Eingang des Turms und ich möchte Sie einladen, mit mir heute diese Turmtreppe einige Etagen höher zu steigen. Dort ist etwas, das ich Ihnen zeigen möchte. Etwas, so wie ich finde, ganz Faszinierendes. Folgen Sie mir also bitte einfach hier hoch. Liebe Gemeinde, hier sind wir nun an unserer Turmuhr, die seit 1955 hier ihr ganz treu ihren Dienst versieht. Sie sehen, das ist ein mechanisches Uhrwerk, das allerdings mittlerweile durch einen Elektromotor aufgezogen wird. Also der spannt eine Feder und die sorgt dann dafür, dass dieses Pendel, das wir uns gleich auch noch ansehen werden, in Bewegung bleibt. Eine Vielzahl von Zahnrädern, ich finde das total faszinierend. Sie sehen, hoffe, dass man das erkennen kann, dass aus diesem Uhrwerk jeweils Stahlseile, die auf Rollen aufgerollt sind, nach oben weisen, durch die Decke dieses Kastens hier dann bis hoch in den Glockenstuhl gehen und dort oben dann den Hammer an den Glocken bewegen zum Zeitschlag, damit man im wahrsten Sinne des Wortes hören kann, was die Uhr geschlagen hat. Jetzt zum Beispiel wird das Uhrwerk aufgezogen, gespannt. Die Feder wird also gespannt. Macht ein bisschen Lärm. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen können. Seit dem 13. Jahrhundert etwa gibt es in Europa Turmuhren. Damals hatte ja längst nicht jedermann eine Uhr. Uhren waren sehr, sehr kostbar, sehr teuer. Konnten sich nur die Reichen leisten. Und so errichtete man auf den Türmen, auf Rathaustürmen, Kirchtürmen, Uhrwerke, die durch den Glockenschlag der Bevölkerung anzeigten, was die Stunde geschlagen hat. So auch hier bei uns auf Masten. Jede Viertelstunde schlägt die Uhr, die Turmuhr. Um Viertel nach ist es ein Schlag, um halb zwei, um Viertel vor sind es drei Schläge und zur vollen Stunde dann vier. Davon gefolgt noch einmal der Stundenschlag, dann also die Anzahl der Schläge, die auf die Uhrzeit hinweisen. 1 Uhr, 1 Schlag, 2 Uhr, 2 und so weiter. Ich finde, eine solche Turmuhr und auch das, was sie ausstrahlt, den ruhigen Gang, den ruhigen Fluss der Zeit, den man jetzt hier hören kann durch dieses Ticken. Ich bin mal einen Moment still. Wenn nicht gerade sich irgendein Anker oder wie diese Dinge heißen, sich bewegt, hört man also nur das Ticken. Was diese Turmuhr ausstrahlt, fasziniert. Sie erinnert mich und uns daran, dass Zeit eine ganz wesentliche Komponente und Konstante unseres Lebens ist. Scheinbar ist Zeit ja etwas Objektives, messbar. Die Uhrzeit, dieser Schlag, der auf die tausendstel Sekunde identisch ist. Aber wir erleben Zeit anders. Es gibt Zeitabschnitte, da vergisst man förmlich die Zeit. Da ist man entweder bei sich selbst oder von irgendeiner Sache fasziniert. Da denkt man nicht drüber nach und die Zeit vergeht wie im Flug. Am Ende merkt man dann, ach, das Schöne ist schon wieder vorbei. Schade. Verweile doch, du Augenblick, du bist so schön. Und dann gibt es Zeiten, wo die Zeit stillzustehen scheint. Dann in schweren Situationen, wenn man Leid zu tragen hat, Trauer, Schmerzen. Da kann die Zeit nicht schnell genug vergehen. Unser Erleben von Zeit ist also subjektiv. Ein Satz, den habe ich früher nicht verstanden. Den haben aber ältere Menschen schon immer gesagt. Jetzt gehöre ich mittlerweile selber dazu. Ich kann ihn bestätigen.
wenn man älter wird, dann vergeht alles umso schneller. Das stimmt. Für mich immer wieder ein Hinweis auf das Geheimnis der Zeit. Als ich jung war, da schien die Zeit viel öfter still zu stehen. Gar nicht aus unangenehmen Gründen, aber es war einfach so. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären, denn je älter man wird, man hat ja alles irgendwo schon mal erlebt. Das müsste einen ja eigentlich schon fast langweilen. Aber so ist es nicht. Die Zeit, die rast dahin im Sauseschritt und wir rasen mit, wie Wilhelm Busch es ja gedichtet und geschrieben hat. Im Psalm 31 heißt es: Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Die Zeit ist ein Geschenk. Konstante dieses Universums, sie gehört mit dem Raum zusammen. Ohne Raum keine Zeit und andersherum. Zeit verändert Raum und alles, was sich im Raum und in der Zeit bewegt. Ein Prozess stetiger Veränderung, Werden und Vergehen. Alles, so sagt der Beter des 31. Psalms, steht in Gottes Hand, kommt von Gott, unsere Zeit, ein Geschenk, und er wird sie am Ende auch wieder in seine Hand nehmen. Ich finde an diesem Psalmwort so schön, dass es sagt, die Zeit fließt nicht durch Gottes Hände, sondern sie steht in Gottes Händen. Er bewahrt sie. Was für uns so dahin fließt, flüchtig, vergänglich ist, für Gott ist es das nicht. Er hat unsere Zeit behutsam in seinen Händen. Er hebt sie im wahrsten Sinne des Wortes auf. Wir Menschen, wir erleben Zeit ja im Grunde genommen unter drei Aspekten. Da ist einmal die vergangene Zeit, die Vergangenheit, die Zeit, die gewesen ist und die hinter uns liegt, mit der wir aber, wenn wir ehrlich sind, keineswegs abgeschlossen haben und das eigentlich auch gar nicht können. Wir sind ja immer das, diejenigen, die wir geworden sind, mit all unseren Erfahrungen. Ich bin die Summe meiner Erfahrungen in der Vergangenheit. Und dann liegt da vor uns die Zukunft, von der wir noch nicht wissen, wie sie wird. Wir versuchen, sie zu beeinflussen. Wir versuchen, den Gedanken daran mit Hoffnung zu erfüllen. Ausgestreckt sind wir zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und wir leben in der Gegenwart. Eins meiner Lieblingsgedichte habe ich mit hier hochgenommen an die Turmuhr. Das möchte ich Ihnen gerne sagen. Von Andreas Gryphius. Der lebte von 1616 bis 1664. Also der ist groß geworden in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Als er 2 Jahre alt war, brach dieser Krieg aus. Und 32 war er, als dieser Krieg, dieser schlimme, schreckliche Krieg, der ganz Europa in den Abgrund riss, zu Ende war. Und Andreas Gryphius hat ein kurzes Gedicht geschrieben, das heißt Betrachtung über die Zeit. Es lautet so: Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die mögen kommen. Also, was ich gerade schon sagte, Vergangenheit, abgeschlossen, uns entzogen, unveränderbar hinter uns. Und die Zukunft, zunächst aus unserer Situation, unverfügbar vor uns. Aber dann der entscheidende Satz. Vergangenheit und Zukunft gehören mir nicht, sind mir entzogen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. Wir leben im Augenblick. Und wir sollten darauf achten,
nicht zu sehr in der Vergangenheit zu kleben. Dass das Belastende, was wir mit uns herumschleppen, aber vielleicht auch die schönen Erinnerungen, uns nicht um den Augenblick betrügen. Und in gleicher Weise sollten wir darauf achten, dass die Zukunft uns nicht den Augenblick aus dem Blick verlieren lässt. Wer nur auf die Zukunft fixiert ist, im Moment, wie wird's mit Corona? Was mag die Zukunft bringen? Wer sich da von der Sorge gefangen lässt, mit dem Gedanken, ach, es wird eh nichts mehr gut, der verliert den Augenblick. Wir leben immer nur im Augenblick. Ich habe mal gelesen, so Hirnwissenschaftler haben mal herausgefunden, dass so der gefühlte Augenblick etwa 3 Sekunden dauert. Das ist unsere Gegenwart. 3 Sekunden. Da leben wir. Und wie Andreas Gryphius, ja, auf dem Berg seiner Erfahrung sagt, im Augenblick begegnet mir auch Gott. Im Augenblick ist er da. Für mich in diesem gesamten Universum. Er ist die Konstante, die dafür sorgt, dass überhaupt Gegenwart ist und nicht alles in sich zusammenstürzt. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das nicht vergessen. In diesen Corona-Zeiten vielleicht aus der Not eine Tugend machen und den Augenblick zu schätzen lernen. Wegblicken von der Zukunft. Nicht unvorsichtig werden. Das nicht. Nein, den Augenblick entdecken, wahrzunehmen, auszuhalten, mit Hoffnung anzufüllen, mit Liebe und mit Glauben. Da ist einer, der hat unsere Zeit in seinen Händen. Seien Sie behütet und passen Sie gut auf sich auf. Es gibt heute noch sozusagen ein doppeltes Nachspiel. Jetzt gleich wird unser Uhrwerk, das 12 Uhr läuten, beginnen. Und danach hören Sie von Alexander Rumpf gespielt an der Orgel in St. Ansgarii in Bremen. Den Orgelchorat von Johann Sebastian Bach, erschienen ist der herrliche Tag. Auch so ein Osterlied, das den Augenblick schätzt, der Tag. Heute ist Christus erstanden, seitdem in jedem Augenblick gegenwärtig.